Ja, hallo und herzlich willkommen zu später Stunde in der Messe. Wir sind die Aufräumer und Rausschmeißer des heutigen Tages. Mein Name ist Harald Havers und ich bin seit der Gründung der Comic-Con dabei, am Anfang auch im Betreuungsteam. Das hat damit zu tun, dass ich eigentlich Autor bin, Autor von Comics, wie zum Beispiel Ash Austrian Superheroes. Ganz, ganz hinten, wenn jemand mag, wir sind morgen auch noch da, an der letzten Wand hinten stehen wir. Und ich bin eben eigentlich Journalist und Autor verschiedener Sachen, nicht nur von Comics, auch von Sachbüchern, von vielen Sachbüchern, und sie haben alle nichts mit UFOs zu tun. Wir halten Seltsamkeiten, Kuriositäten in Wien, alles mögliche, das kunterbunte Weihnachtsbuch, was auch immer, Austropop, aber nichts damit. Ich habe erst vor ein paar Jahren damit begonnen, mich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich bin also kein Ufologe, ich bin auch kein Feldforscher, der mit dem Feldstecher sich jede Nacht in den Wald begibt und nach Leuchterscheinungen sucht. Ich bin einfach jemand, der sich dafür interessiert, was sich in den letzten paar Jahren so getan hat. Und ich bin sehr erfreut dafür, den Herrn Professor Dr. Universitätsrat Werner Gruber begrüßen zu dürfen, der dann mit mir in einen wissenschaftlichen Diskurs gehen wird, hoffentlich, oder zumindest in einen unterhaltsamen, eins von beiden. Schauen wir mal. Also auf jeden Fall halte ich einen kurzen Einführungsvortrag und den lese ich heute ausnahmsweise ab. Das hat damit zu tun, wenn ich frei rede, wird es lang. Und so viel Zeit haben wir heute nicht. Und werde ich heute ausnahmsweise meinen Vortrag ablesen und dann nachher gehen wir in medias res. So, irgendwie muss ich das alles koordinieren, aber das werden wir irgendwo hinbekommen. Was? Ja, aber ich habe das hier angemerkt. Ja, es ist total lieb, aber ich glaube. Ja, ich probiere es einmal, ob es geht. So, mit Lesebrille und auf Kniehöhe. Das werden wir alles irgendwie hinbekommen. So, Improvisation. So. Mitte Juli 2023 brachte der demokratische Mehrheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, ein Gesetz zur Enthüllung von UFO-Informationen ein. Der überparteilich von Demokraten und Republikanern zusammengestellte Gesetzesentwurf wurde sodann einstimmig im Senat angenommen. Das Gesetz trägt den Titel Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act of 2023 oder UAP Disclosure Act of 2023. Wobei UAP die mittlerweile gängige Umschreibung für das ist, was man früher UFO nannte. Der Entwurf ist 63 Seiten lang. Der Begriff nicht identifizierte anomale Phänomene kommt darin 120 Mal vor. Der Begriff nichtmenschliche Intelligenzen 34 Mal. Der Text beinhaltet auch eine Amnestie für Whistleblower von militärischen Geheimprogrammen und eine Enteignungsklausel gegenüber der privaten Rüstungsindustrie zur Herausgabe exotischer, nichtmenschlicher Technik und Lebewesen, tot oder lebendig. Nicht allzu lange danach, am 26. Juli 2023, fand vor dem Nationalen Sicherheitsausschuss des Repräsentantenhauses ein öffentliches Hearing mit dem Titel Unidentified Anomalous Phenomena, Implications on National Security, Public Safety and Government statt. Ja, die Sachen heißen international in der Politik und in der Bürokratie immer so schön lange und kompliziert. Viele prominente Abgeordnete von rechts außen wie Matt Gaetz bis links außen wie Alexandra Ocasio-Cortez stellten vereint, als wären sie ein Herz und eine Seele, Fragen an die drei Vorgeladenen. Zwei davon, beide hochrangige Navy-Piloten hier links und rechts zu sehen, berichteten von ihren Begegnungen und Verfolgungsjagden mit UFOs. Bekannt aus dem 2017 freigegebenen Videos Tic-Tac, Flur und Go Fast. Die hat mittlerweile fast jeder irgendwann mal in der Nachrichtensendung gesehen. Der dritte, Colonel Grush, das ist der in der Mitte, ein ehemaliger Militär- und Geheimdienstler des National Reconnaissance Office, NRO, Spezialist dieser Agentur für Special Access Programs, SAP, persönlicher Berichterstatter des Präsidenten und Beauftragter der UAP-Taskforce des Parlaments zur Erforschung geheimer und vor dem Kongress verborgener UFO-Programme innerhalb der USA, sagte noch weitaus Abenteuerlicheres aus.
Er berichtete unter Eid von etwa einem Dutzend durch das US-Militär in aller Welt geborgener UFOs, deren Erforschung durch Teile der US-Regierung und von Biologics, also nichtmenschlichen Lebensformen, die ebenfalls vom Militär eingesammelt worden wären. Und das alles seit vielen, vielen Jahrzehnten. Weiters erzählte er von Menschen, die aufgrund der extremen Geheimhaltung rund um all das bedroht oder sogar umgebracht worden wären. Vor einer Woche, also jetzt, vor einer Woche, da hätte ich noch ein besseres Foto gehabt, gut, das überspringen wir jetzt. Vor einer Woche, am 13. November 2024, gab es eine weitere Anhörung vor dem Repräsentantenhaus. Dort bestätigte wieder unter Eid unter anderem der ehemalige Konteradmiral Tim Gallaudet und der ehemalige ranghohe Pentagon-Mitarbeiter Lou Elizondo die Angaben von David Grush. Auch die Verschleierung durch Abteilungen des amerikanischen Verwaltungsapparats wurden bestätigt. Der Journalist Michael Schellenberger präsentierte einen geleakten Bericht über ein laufendes Geheimprogramm im Pentagon, in dem unter anderem eine genaue Klassifizierung und Auflistung. Das fehlt. Ich hatte noch ein Bild, das fehlt hier. Der unterschiedlichen Fahrzeuge, deren beobachteten Manövergeschwindigkeiten bis hin zu psychologischen Auswirkungen auf die Beobachter beschrieben werden. Vergangenen Dienstag, also erst vor ein paar Tagen, gab es eine weitere Anhörung vor dem US-Senat. Diesmal wurde der neue Chef des UFO-Büros des Pentagons, Arrow, ja, das Pentagon hat ein eigenes UFO-Büro, befragt. Er sagte zwar aus, dass man noch keine belastbaren Beweise für die Existenz von außerirdischen oder außerirdischer Technologie gefunden hätte. Man beachte übrigens, dass außerirdisch gesagt wurde und nicht nichtmenschliche Intelligenz, dazu vielleicht im Gespräch noch etwas mehr. Er brachte aber auch ein paar neue Beispiele für unerklärliche Sichtungen von Militär und Polizisten. Außerdem präsentierte er eine mobile Sensoreinheit namens Gremlin, mit der sein Büro in Zukunft schneller vor Ort Forschungen durchführen will, wenn UAPs gesichtet werden. Alle diese Dinge und Berichte sind online einsehbar, unter anderem auf der Website von Arrow. Ebenfalls online einsehbar sind die Aktivitäten von GEPON, der UFO-Forschungsabteilung der französischen Weltraumbehörde CNES, die bereits seit Jahrzehnten UFO-Fälle erforscht und dokumentiert. Denn sowohl das Phänomen als auch dessen Erforschung sind überhaupt nicht nur auf die USA konzentriert. Damit ist GEPON durchaus nicht alleine. Neben vielen anderen derartigen Forschungen durch öffentliche Behörden in Skandinavien oder Südamerika präsentiert auch das italienische Militär seit ca. 20 Jahren jährlich eine ausführliche Darstellung und Analyse von UFO-Sichtungen. Die Uni Würzburg forscht ganz offen an dem Phänomen, es gibt sogar einen Studiengang zum Thema UAP und hat sogar schon einen eigenen Satelliten in den Orbit geschickt Anfang dieses Jahres, der heißt Sonate 2 und soll explizit nach unerklärlichen Dingen, also nach UFOs fahren. Während wir hier stehen, oder besser gesagt sitzen, findet gerade an der Stanford University in Kalifornien die zweite Konferenz der sogenannten SOL Foundation statt, in der hochkarätige Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen, von Physikern und Biologen bis hin zu Psychologen und Religionswissenschaftlern interdisziplinär zu diesem Thema Vorträge halten und diskutieren. All das wurde durch einen New York Times Artikel im Jahr 2017 ausgelöst, in dem aufgedeckt wurde, dass die USA entgegen jahrzehntelanger gegenteiliger Behauptung sehr wohl mindestens ein UFO-Forschungsprogramm finanzierte und laufen hatte. Gleichzeitig wurden die bereits oben gezeigten Navy-Videos freigegeben. Seitdem steppt der sprichwörtliche Bär. Notabene, wir reden von einem Phänomen, einem unbekannten und noch nicht erklärten. Es geht nicht automatisch um außerirdische grüne Männchen, auch wenn die jahrzehntelange Lächerlichmachung des Themas einen quasi automatisch zu dieser Assoziation verleitet. Wenn ihr von all dem noch nie etwas gehört habt, seid ihr nicht allein. Zwar gibt es durchaus vereinzelte, ernsthafte Artikel, auch in renommierten Medien wie eben New York Times, Guardian, Independent, auch im deutschsprachigen Raum Focus, Standard und Spiegel zu diesen Themen,
aber im Großen und Ganzen herrscht Schweigen. Vor allem bei den großen Fernsehsendern, die für viele Menschen heute immer noch die primäre Quelle der Information sind. Und genau darum geht es mir. Ich versuche durch meine Arbeit aktuell diese Lücke zu füllen. Ich habe dazu eine Blogserie im Standard seit 2021 und seit einem Jahr betreibe ich dazu einen YouTube-Channel, auf dem ich wöchentlich eine halbe Stunde die allerneuesten Nachrichten zu dem Thema möglichst objektiv berichte. Schwerpunkt dabei ist nicht irgendwelche Sichtungen von irgendwem, sondern eben Gesetzesinitiativen, Ausschüsse, wissenschaftliche Forschung und so weiter. Und nach vielen Jahren, es nicht getan zu haben, habe ich nun doch auch ein UFO-Buch publiziert. Es nennt sich das UFO-Handbuch und stellt auf schlanken 160 Seiten so etwas wie eine kurze Einführung zu dem ganzen Thema dar. Was ich damit sagen will, es gibt eine neue Realität zu dem Thema und einen langsamen Paradigmenwechsel auch in der Forschung. Wenn man nicht hinschaut, sieht man es aber nicht, weil die Medien noch immer wenig berichten. Aber wenn man hinschaut, findet man sehr rasch Erstaunliches. Und damit meine ich nicht irgendwelche schwurblerischen Verschwörungen, sondern Aussagen und Berichten von Regierungen, Militärs und wissenschaftlichen Institutionen. Wir wissen nicht, was das Phänomen ist. Aber wir wissen, dass es real ist. Und deshalb sollte man es meiner Meinung nach ernsthaft erforschen und nicht ignorieren. Jo, so viel dazu. Ein schneller Brillenwechsel. Und dann können wir auch schon in die Diskussion springen. Lieber Werner, magst du was dazu sagen? Ja. Entschuldige, aber die Aussage von dir, wir machen keine Forschung zum Thema Außerirdische und UFOs. Da wird es ein bisschen mitgeschrieben. 1968, also das ist echt schon eine Zeit lang her, hat Sir Frank Drake die Drake-Gleichung aufgestellt, mit der man sich ausrechnen kann, wie aus gegebenen physikalischen und astronomischen Gegebenheiten, wie hoch ist die Chance für außerirdisches Leben innerhalb unserer Milchstraße? Ich muss dazu sagen, die Gleichung war bis ins Jahr 92, 94 von einem sehr großen, unbekannten Parameter gekennzeichnet. Seit dem Jahr 94, nämlich wo man extrasolare Planeten entdecken konnte, hat die Gleichung, steht auf sehr soliden Beinen. Und da gibt es jetzt dann so ein bisschen Abweichungen nach aktuellem Stand der Wissenschaft. Und da spreche ich wirklich von der Wissenschaft. Also was allgemein akzeptiert ist, es gibt eigene Konferenzen dazu, reden wir zwischen 50 und 500 Zivilisationen innerhalb unserer Milchstraße. Das ist die Größenordnung. Ich muss allerdings gleich dazu sagen, durchschnittlicher Abstand 5000 Lichtjahre. Also das muss man auch gleich dazu sagen. Wir betreiben keine Forschung, nein, ganz im Gegenteil. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, es gibt ein UNO-Protokoll, sogar in Österreich ratifiziert und so ziemlich von fast allen Ländern der Welt, ein Gesetz, was ist zu tun, wenn Kontakt mit außerirdischen Intelligenzformen aufgenommen wurde oder wird. Dieses Gesetz wurde von der UNO 1976 beschlossen. Das ist nicht seit gestern. Mal darauf hinzuweisen, boah, die Wissenschaftler ignorieren das nicht, nein, ganz im Gegenteil. Das ist schon ein durchaus ein großes Thema. Was jetzt vielleicht, das sind zwei Punkte, die mir persönlich wichtig sind. Es gibt auch eine sehr stark psychologische Komponente. Das wurde, ich glaube, von der Harvard University gemacht. Die haben sich dafür interessiert, wieso haben wir in den USA so viele, die von Außerirdischen entführt werden. Aber wirklich, wo du sagst, du hast im Tag im Schnitt in den USA 500 bis 600 Alien-Entführungen. Was übrigens nur eine persönliche Anmerkung, also du wirst entführt, kommst auf, wirst irgendwo irgendwie anal untersucht und kommst wieder zurück. Was sich noch keiner die Frage gestellt hat, das funktioniert immer perfekt. Es wird jeder ins eigene Bett zurückgebracht. Da hat es niemals eine Verwechslung gegeben. Denkst du nur an Amazon mit Debakeln, das funktioniert auch nicht perfekt.
Also wenn ihr mal im falschen Bett munter werdet und die Frau kommt euch dahin drauf, kannst du immer nur sagen, du, tut mir leid, das waren die Außerirdischen, die mich entführt haben. Zu den außerirdischen Entführungen ist man draufgekommen, es gibt das Problem, dass wenn wir munter werden, wir sind im Schlaf, und ich kann Sie beruhigen, das gehört so, wir sind im Schlafquerschnitt gelähmt. Und zwar in einer speziellen Phase, in der REM-Phase. In der REM-Phase sind wir tatsächlich, das Einzige, was sie bewegt, sind die Augen. Und würden wir diese Lähmung nicht haben, würden wir uns das Ganze sehr stark bewegen. Und jetzt kann es was ganz Gemeines geben. Ich habe das selber einmal erlebt. Es führt dann wirklich ein bisschen zu Stress, wenn du in der REM-Phase munter wirst und dieser Prozess des Munterwerdens nicht klar runter funktioniert, wie es gehört, wirst du munter und bist querschnittgelähmt. Das ist nicht lustig, weil du sagst jetzt, also für mich war die erste Frage, ob ich jetzt einen Schlaganfall gehabt im Schlaf, und zweitens, ich mir sagt Lulu, hier geht's weiter. Und ich habe aber dann sofort, ich bin Neurowissenschaftler, ich komme aus der Neurophysik, ich habe dann sofort gewusst, ah, klassische Schlaflähmung ist ein eigener Begriff, und es führt aber schon zu einem Stress, weil du kannst nicht einmal deine Atemfrequenz regulieren. Das führt zu einer Übersäuerung der Lunge, das führt zu relativ vielen Prozessen, du glaubst auf einmal zu schweben, nach einer halben Minute ist es vorbei. Wenn du dieses Phänomen nicht kennst, und jetzt sage ich einmal provokant, und da bitte unter Anführungszeichen UFO-gläubig bist, na, dann war klar, die Außerirdischen haben dich geholt und dann kommt die Story. Da ist relativ klar gezeigt, dass hier ein stark psychologisches Phänomen ist. Und ganz zum Abschluss, ich war 9 Jahre Direktor des Planetariums der Stadt Wien. Ich habe auf meiner Webpage, also auf der Webpage vom Planetarium, war meine Handynummer. Und ja, wenn es Probleme gibt, ruft es an. Im Sommer, jeden zweiten Abend, zwischen 10 und 11 am Abend, grüße Herr Gruber. Grüße, was gibt's denn? Ja, ich sehe gerade Außerirdische. Ist die erste Frage, wo sind sie? In welcher Richtung und was machen sie? Weil ganz ehrlich, ausschließen können wir es nicht. Track-Gleichung sagt, es gibt es. Also, wenn ich der First Responder war, bin ich dabei. Das war's. Da darfst du keine Chance auslassen. Und jetzt kommt es aber. Meine Damen und Herren, was wir für ein wirkliches Problem haben, sind nicht die Außerirdischen, sondern ein Bildungsproblem, dass die meisten nicht wissen, was die Venus ist, wo die Venus ist und wo steht die Venus und wie die, welche Farben die haben kann, dass Elon Musk seine Starlink-Satelliten durch die Gegend schickt, diese Perlenschnur. Ich glaube, letzter Sommer war fast jeder zweite Anruf Perlenschnur. Und was dann auch noch gibt, ich muss allerdings dazu sagen, in einem sehr geringen Anteil, ich sage 5%, schon das Thema Medikamentenmissbrauch oder zu wenig Medikamente. Also das gibt es auch. Ich stimme Ihnen allen zu, ich denke nur, das ist, deckt nicht das ganze Thema ab. Weil sowohl die das Fermi-Paradoxon als auch also das Paradoxon von Fermi war ja, dass wenn es Zivilisationen gibt überall, warum sehen wir sie nicht? Und auch die Drake-Gleichung decken das sehr theoretisch ab. Und natürlich auch SETI, die ja auch schon sehr lange da forscht. Ich habe nicht gesagt, dass nicht danach geforscht wird. Ich meine das zu einem bestimmten Bereich, wie ich geforscht wird. Oder bisher wenig geforscht wurde. Also SETI, die horchen jetzt schon lange mit Radioteleskopen, wobei man sich dann auch immer fragt, warum sollte eine außerirdische Zivilisation, wenn sie vielleicht weiterentwickelt sind als wir, vielleicht Radiosignale verwenden, vielleicht haben sie inzwischen was Gescheiteres. Naja, da könnte ich jetzt einwenden, ich komme aus der Star Trek-Welt, die oberste Direktive. Ja, ja, natürlich. Also ist jetzt durchaus, da gibt es jetzt viele Theorien. Genau. Und man darf auch nicht vergessen, bei SETI, nur weil ich einmal in einem Bereich hingehört habe, heißt das nicht, dass die nicht vielleicht morgen senden. Ich weiß, ich weiß. Weil auch unsere Jugendlichen haben zwar die ganze Zeit das Handy in der Hand, aber sie telefonieren nicht durchgehend. Es gibt ja auch die schöne Geschichte, dass das Erste, was Außerirdische von uns empfangen würden, wenn sie die Ausstrahlung der Wellen sind, wahrscheinlich eine Ansprache von Hitler wäre, weil das eine der ersten Sachen war, die groß übertragen worden sind und weit hinaus. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, weil du so schön gesagt hast, deckt nicht alles ab. Zu den amerikanischen Akten und CIA und Pentagon.
Wir haben das tatsächlich sehr genau durchlesen müssen, weil es eine Anfrage der Freiheitlichen Partei Österreichs im Burgenland. Ich war mal 3 Jahre Forschungskoordinator des Landes Burgenland. Wir hatten tatsächlich eine Anfrage an den Herrn Landeshauptmann. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, gibt es Außerirdische im Burgenland? Das ist kein Witz, wir haben es damit in die Zeit im Pizarro geschafft. Und Tosco Ziel hat gesagt, du wärst eine Antwort drauf. Ich habe ihm immer 3 Antwortmöglichkeiten gegeben. Er hat sich dann die faderste ausgesucht. Eine von den 3 Antwortmöglichkeiten, es waren 26 Fragen. Und da war einmal die Frage, gibt es Außerirdische im Burgenland? Eine Antwortmöglichkeit, die ich ihm gegeben habe, laut Geheimhaltungsakt, so und so dürfen wir keine Auskunft geben. So hat er auch nicht genommen. Das zweite, ja, wir wissen es, dürfen, sagen es aber nicht. Und das dritte war, nein, es gibt keine Evidenz dazu. So, jetzt kommen wir mal, und da haben wir diesen Akt sehr genau angeschaut. Es geht da um Folgendes. Die Amerikaner sind eines der hochgerüstetsten Mächte der Welt. Die Air Force hat jetzt nicht nur Flugzeuge, sondern auch Luftabwehrsysteme, die, ich sage einmal, vergleichbar in Österreich haben wie die Goldhaube, wo wir einfach den Luftraum überwachen. Wir haben pro Tag in den USA, und jetzt muss man sagen, USA ist groß, ungefähr 1000 Accidents, also 1000 Dinge, die für das Luftüberwachungssystem nicht klar identifizierbar ist. Und da kommt nämlich auch dieser Spezialbegriff her, wo man ganz klar sagen muss, wir haben ein Problem. Und jetzt muss man sich auch hineinversetzen in jemand, der durchaus in relativ viele Konflikte weltweit im Begriff ist und nicht nur Freunde weltweit hat, dass man über die eigenen Schwächen relativ wenig öffentlich reden will. Weil es macht wenig Sinn zu sagen, ja, wir wissen, wie das österreichische Bundesheer da steht, aber es macht einen Unterschied, ob ich sage, wenn du genau die eine Einflugschneisen fliegst, in der Höhe senkst du die nicht. Deswegen sind die da etwas sensibel. Das ist auch genau der Grund, dass dieses Büro im Pentagon liegt und, und. Also da geht es schon auch, deswegen ist auch der Begriff Außerirdische und so weiter, da geht es schlicht und einfach um Luftraumüberwachung. Und dass die da ein bisschen sensibel sind, braucht man auch nicht reden. Also das möchte ich nur so kurz einleiten. Das ist ja kein Problem. Die Sache ist die Sache ist eine Frage der Prozente. Seitdem es mehr oder weniger Forschung an unerklärlichen Phänomenen gibt, also seit den 60er, 70er Jahren, hat sich etwas konsistent gezeigt. Wenn man die Fälle untersucht, sind fast alle aufklärbar. Durch den Planeten Venus, durch einen Kometen, durch eine Luftspiegelung, durch eine Halluzination, durch was auch immer. Und eben auch durch technische Dinge, durch geheime Projekte, die herumfliegen oder auch durch fremde Objekte und so weiter und so weiter. Es bleibt aber konsistent eine Prozentsatz von 4-5% über, die nicht erklärbar sind. Und das war damals so und das ist heute so. Mhm. Bei dem neuesten Report gleich, bei dem neuesten Report vom Pentagon haben sie mittlerweile, die untersuchen nur militärische Vorfälle, Aero, nicht zivile, bisher zumindest. In den letzten Jahren wurden ihnen von Militärpiloten und von anderen Militärbeobachtern 1600 Fälle geliefert. Und von den 1600 Fällen sind bisher über 700 nicht erklärbar. Jetzt könnte man sagen, okay, 95% können wir aufklären und bei den anderen haben wir zu wenig Daten. Das stimmt oft schon, aber es gibt auch Fälle, sehr berühmt ist der Nimitz-Vorfall von 2004, wo es Militärpersonal gibt, der das beobachtet hat, wo es Radardaten gibt, wo es Filmaufnahmen gibt und wo Flugzeuge das Objekt verfolgt haben. Wir müssen jetzt nicht auf einzelne Fälle eingehen, aber das war so einer der Fälle. Natürlich, das ist eine entscheidende Frage. War das, was in der Zeit im Bild immer gebracht worden ist, dieser schwarze Fleck? Tic-Tac. Das ist der weiße Fleck. Es gibt ja, der weiße Fleck. Ja, passt, ja. Ja. Okay, Entschuldigung, nur dass wir wissen, worum wir reden. Okay, ich kann noch 2 Sätze dazu sagen, damit wir es genauer wissen. 2004 vor der Küste Kaliforniens, Truppenübung. Mehrere Kreuzer fliegen herum und sie haben tagelang seltsame Dinge auf ihrem Radar. Objekte fallen aus 100 Kilometer Höhe, also von der Grenze vom Weltall, auf Seehöhe hinunter in Sekunden, verharren dort und verschwinden. Und dann, einmal wird so ein Objekt in der Nähe gesichtet und einer, das war diese eine Pilot, den ich gezeigt habe, der Fravor, steigt in sein Flugzeug, fliegt hin mit einem zweiten Flugzeug, insgesamt 4 Beobachter, finden das Ding, und das war ein sogenanntes Tic-Tac-Objekt. Also hat ausgeschaut wie ein fliegender Propangasbehälter, also ein rundes Ding ohne Flügel, ohne irgendwas,
Und das hat sich bewegt nach den Aussagen von Fravor, und der war Ausbildner, nicht nur Flieger, mit tausenden Flugstunden, wie ein Ping-Pong-Ball. Also es ist nicht herumgetrieben wie ein Ballon, und es ist nicht wie ein Düsenflugzeug gerade geflogen, sondern es ist wie ein Ping-Pong-Ball herum. Schnell, 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 schnell. Er hat seine Welle verfolgt, das Ding ihn auch, dann war es futsch. Und dann ist er wieder zurückgeflogen, und dann haben sie gesagt, sie haben es noch einmal entdeckt, und ein anderer Pilot ist aufgestiegen, und der hat dann dieses Video gemacht und hat es auch dann Tic-Tac genannt. Warum ist das so grau und komisch? Weil es eine Infrarotaufnahme ist. Denn bis vor 2-3 Jahren hatten amerikanische Düsenflieger keine Videokameras an Bord. Sie hatten nur Radar, Infrarot, halt alles, was sie brauchen, um Feinde aufzuklären. Dieses Objekt wurde also auf Radar geortet, es wurde gefilmt, es wurde von Piloten gesehen, auch von Deckpersonal. Das ist einer der besten Fälle. Nicht alle Fälle sind so gut, aber das ist einer der Fälle, die von Arrow als unaufgeklärt eingeordnet werden seit 2004. Da haben wir also sowohl Beobachter, und zwar geschultes Militärpersonal, als auch Aufnahmen. Und um diese Dinge geht's. Und da komme ich zu einem kleinen Schlusspunkt, dann darfst du wieder. Der Gary Nolan, an sich ein Biologe und Krebswissenschaftler, der seit Jahren sich auch mit diesem Thema nebenbei beschäftigt und auch Fälle untersucht hat von Gehirnen, Gehirnscans von Menschen, die angeblich in Kontakt mit UFOs geraten sind oder dort Schäden bekommen haben, der hat diese Sol Foundation gegründet, von der ich vorher geredet habe. Und wie gesagt, während wir hier sitzen, reden die gerade auch in Kalifornien. Und der sagt zu dieser Sache immer, wenn man sich die Fälle anschaut wie eine klassische Glockenkurve, dann interessieren ihn nicht die Fälle, die in der Mitte der Glocke sind. Es interessieren ihn nicht die Militärflieger, die Geheimobjekte, und es interessieren ihn nicht die Halluzinationen und der Planet Venus ans. Was ihn interessiert, sind die Ausläufer der Glockenkurve mit dem schönen Zitat, weil dort ist der Nobelpreis. Zum Thema Nobelpreis, das ist sehr viel Glücksspielerei. Ja. Zwei, drei Dinge. Was tatsächlich sehr spannend ist, und man hätte es nicht für möglich gehalten, im Jahr 1992 hat die Raumstation Mir die Erde fotografiert. Also die Fotografie, also damals die Mir, die ISS, die macht das die ganze Zeit. Das gehört so, also wenn es euch hinstellt und die Mir taucht oben auf, ich wink's auf, ich setz auf einen Büdel drauf. Und da hat man ganz was Interessantes beobachtet, oberhalb einem Gewitter. Einen roten Pilz, wo man sich gesagt hat, Alter, also im amerikanischen Elder, what's that? Und dann ist man drauf gekommen, dass Atmosphärenforschung, und Atmosphärenforschung gibt es seit 300-400 Jahren, also das ist jetzt eigentlich nichts mehr, wo du wirklich überrascht bist, und Elektrizität haben wir auch seit 150 Jahren gut in der Forschung. Und man ist drauf gekommen, dass Blitze von der Wolkenunterseite zur Erdoberfläche gingen, das ist das Bekannte, aber dass es auf der Wolkenoberseite in den Weltraum auch noch einmal Blitze gibt. Kobolde und Elfen, die haben dann wirklich diesen Namen bekommen, da gibt es blaue und rötliche. Und dann hat man, also da war man mal sehr erstaunt, das war für die Atmosphärenphysikerinnen und Physiker total wichtige Erkenntnis und total neu und spannend, hat wirklich viele Paradigmen in Frage gestellt. Und jetzt kommt was Spannendes. Man hat dann das gegengecheckt mit Berichten von Piloten, die im Höhenforschungsbereich tätig waren, also alles über 15.000 Kilometer, gibt es nicht so viel, aber es gibt ein paar. Und tatsächlich haben einige dieser Pilotinnen und Piloten, wie gesagt, damals waren sie ja mehr Piloten, beschrieben, dass sie bei Gewitterformationen tatsächlich genau diese Elfen und Kobolde beobachtet haben. Der Punkt war nur der, man hat es nicht ernst genommen. Jetzt haben diese Piloten allerdings einen superlässigen Vorteil gehabt. Wenn du im hohen G-Bereich tätig bist, verändert sich die Farbwahrnehmung. Das heißt, diese Piloten haben nicht fürchten müssen, dass ihnen jetzt die Fluglizenz entzogen wird, weil da haben wir gesagt, ja, das gehört zum Geschäft, passt. Der ist halt eine engere Kurven geflogen und hat dann die Farbwahrnehmung anders gehabt, deswegen ist dem auch nichts passiert. Aber es hat diese Berichte gegeben. Und da ist man dann wirklich drauf gekommen, ja, da gibt es echt was, was wir bis heute nicht gewusst haben. Und deswegen sage ich ja, diese 4%, auch wir in der Wissenschaft schauen uns nicht die Mittelwerte an, sondern die Randbereiche, die relativ spannend sind. Problematisch ist nur der Begriff, was ist geschultes Personal?
Und geschultes Personal kommt immer darauf an, was du für was los ist. Ich nehme jetzt ein Beispiel und bitte, ich möchte jetzt nicht den ganzen UFO-Bereich ins Lächerliche ziehen oder ins Betrügerische. Es gibt auch viele Bereiche, die kann man ruhig ins Lächerliche. Nein, aber mit lächerlich machen habe ich kein Problem, aber ich möchte das jetzt nicht abtun als alles als Betrug. Wir hatten in Österreich, das war im Jahr 94, 95, vielleicht kennen Sie, gut, ihr seid, die meisten sind jung dafür, aber du könntest dich nur erinnern, hat es ein Friseurgeschäft gegeben mit Spukphänomenen. Kannst du dich erinnern? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber. Ja, da hat es da drinnen gespukt. War natürlich, jede Tageszeitung war sofort dort und das war der große Renner. Wir haben ein Spukfriseurgeschäft und so weiter und so fort. Und dann hat, es war glaube ich die Kronenzeitung, mich angerufen und gesagt: Herr Gruber, Sie sind Physiker, können Sie eine rationale Erklärung dafür finden? Worauf ich gesagt habe: Okay, ich komme, aber ich nehme jemand mit. Weil ich bin zwar Physiker und da kann ich durchaus was, aber es gibt einen Bereich, wo ich extrem schwach bin. Und ich habe einen lieben Freund angerufen, Magic Christian, sehr bekannter Zauberer, der übrigens ja einen extrem guten Physik auskennt, aber der weiß noch mehr. Und wir sind dort so zweit aufgetaucht und ich muss echt sagen, ich war erstaunt, wie cool diese Poltergeist-Phänomene waren. Der Magic Christian ist mit einem dezenten Lächeln dort gewesen und sagt: Ah, cooler Effekt, hat irgendwo bei der Wand irgendeine Kleinigkeit berührt und auf einmal ist was passiert und dort. Das ist, ich bin zwar geschultes Personal, aber nicht für Zaubertricks. Und da war es tatsächlich ein junges Mädchen, die mehr oder minder mit Zauberkosten gespült hat. Und ich möchte jetzt nur sagen, Vorsicht, ich möchte jetzt nicht die UFO-Phänomene auf das reduzieren. Ich möchte nur darauf hinweisen, geschultes Personal ist, das ist, also sobald ich das her, ich kenne Akademiker, wo du da fragst, wirst du zu deinem Titel kommen, bist du, weiß ich nicht. Deswegen ist, oder auch wenn ein Pilot ist, Pilot bedeutet, der kann fliegen. Es war wahnsinnig schwierig, die Apollo-Astronauten, die zum Mond geflogen sind, und wenn jemand glaubt, dass sie nicht gut waren, kann er sich gerne nachher trauen, mit mir das ausdiskutieren. Aus denen naturwissenschaftliche Beschreiber zu machen, weil die haben nämlich dann am Mond wirklich exakt beschreiben müssen. Das waren Top-Piloten. Aber exakt etwas zu beschreiben, das ist etwas, das musst du jahrelang lernen. Und das ist jetzt auch wieder das, was ein Pilot nicht gelernt hat. Die geschultes Personal, da werde ich immer sehr nervös. Gebe ich gerne zu, ein paar Punkte gleich dazu. Erstens zum Letzten. Die geschultes Personal, ja, aber Jagdflieger von atomgetriebenen Schiffen der USA sind genau darauf trainiert, fliegende Dinge zu erkennen. Die erkennen auf hunderte Meter, vielleicht sogar auf Kilometer an der Silhouette sofort, ob das ein eigenes oder ein fremdes ist, damit sie wissen, ob sie drauf schießen sollen oder nicht. Also fliegende Objekte zu erkennen. Dass ich kurz reingrätschen darf, seitdem wir die Drohnen haben, und es gibt Drohnen, die sind sehr große Höhenfliegen und die gibt es in Formen und Farben, die man sich nicht vorstellen kann, auf die sind sie nicht trainiert, weil das ist neu. Und da sage ich jetzt nur Vorsicht, ja, er kennt die klassischen Feindflieger, die klassischen Freundflieger. Aber ich sage jetzt nur ein schönes Beispiel, da haben sich die Amerikaner ziemlich blamiert und das war tatsächlich auch ein großes Problem. Die chinesischen Luftüberwachungsballons, die da einfach in Amerika eindiffundiert sind, wo man gesagt hat, Alter, was ist das? Ich sage jetzt nur, das sagt schon was aus, wie gut die geschult und was die drauf haben. Wobei das eigentlich sogar sehr gut zum UFO-Thema passt, ich wollte aber dann noch was zum Spuk sagen. Aber was zum UFO-Thema noch sehr gut passt, ist Folgendes. Warum haben sie die chinesischen Ballone gesehen? Weil sie ihre Radaranlagen neu justiert haben. Das ist auch etwas, ich habe einmal mit einem Brigadier, ich weiß jetzt nicht mehr, vom österreichischen Militär gesprochen, von der Goldhaube. Es wird nämlich von den meisten Radaranlagen, damit sie funktionieren, sehr viel automatisch ausgeschlossen. Nämlich normalerweise alles, was zu groß, zu klein, zu schnell oder zu langsam ist oder sich seltsam bewegt. Weil wir wollen natürlich wissen, ob wir jetzt eine MiG irgendwas von den Russen haben oder irgendeinen chinesischen Flieger. Entschuldige, in Österreich chinesische Flieger können wir ausschließen. Ganz ehrlich, ja, ist das ein Auswahlkriterium? Bei uns kann man fast alles ausschließen. Ich kann mich sehr gut erinnern, als die Queen uns besucht hat und unsere Flieger ihr Geleitschutz geben wollten damals und sie konnten leider nicht, weil die Queen war schneller mit ihrem Privatflugzeug. Aber gut, ja. Jedenfalls haben die dann und das heißt aber,
UAPs, ohne jetzt den Begriff UFO zu verwenden, der immer automatisch noch immer außerirdische grüne Männchen impliziert, also unbekannte fliegende Phänomene, zeichnen sich dadurch aus, dass sie meistens kleiner, langsamer, schneller oder größer sind als ein normales Flugzeug. Und erst als sie diese Radaranlagen umgestellt haben, haben sie diesen Chinese Spy Balloon entdeckt, weil er eben langsamer und größer war als zu erwarten durch die Radar. Und durch diese Umstellung, das ist übrigens dann auch 2014 an der Ostküste passiert bei dem anderen Flieger, haben sie auf einmal Dinge im Radar gehabt, die sie vorher nicht gesehen haben, die vorher automatisch ausgegliedert wurden. Jetzt wollte ich noch zum Spuk sagen, gleich hier um die Ecke gibt es auch einen. Also wenn du mal magst, im Spiegelkabinett. Da spuckt den ehemaligen Besitzer an, wirklich. Der kommt gelegentlich vor, insbesondere im Spiegelkabinett taucht er manchmal auf. Hat mir eine Gespensterforscherin erzählt. Ich bin das nicht mehr im Fachgebiet. Aber um nochmal auf diese Ausreise zu kommen. Wie gesagt, das ist das, was interessant ist. Nicht nur dieser Tic-Tac-Vorfall und einige andere auch. Sonst würde sich nicht das amerikanische Parlament seit mittlerweile 5 Jahren jedes Jahr hinsetzen und hat mittlerweile 8 UFO-Gesetze beschlossen. Über Whistleblower, über Freigabe von Daten und so weiter. Und das macht keiner aus Spaß. Da macht er sich nur lächerlich. Ich habe eine Freundin, die ist im Politbereich unterwegs und ich habe gesagt, da sollte sich nicht einmal, sollten sie nicht einmal ein Briefing machen für österreichische Politiker, was sich da in Amerika tut. Sagt sie, wenn der Nehammer mit mir auch nur spricht, ist in 5 Minuten später im ganzen Internet der Nehammer interessiert sich für kleine grüne Männchen. Also solange das doch ein solches Tabuthema ist, kann man sich damit halt weniger auseinandersetzen. Aber in den USA weicht das langsam auf, wie gesagt. Seit diesem Jahr gibt es immer mehr Forschungsinstitutionen, die sich damit beschäftigen. Und womit beschäftigen sie sich? Mit den unbekannten Sachen. Und ich bin sehr dafür, dass sie das machen und auch selbst wenn sie banale Sachen finden, wie zum Beispiel die Kobolde, die wurden gelegentlich gesehen, aber nicht geglaubt. Dasselbe gilt für Kugelblitze. Und jetzt für andere atmosphärische Phänomene gab es vor einem halben, dreiviertel Jahr eine Studie, wo ein Harvard-Wissenschaftler dabei war, noch 2 andere. Die haben sich NASA-Aufnahmen angeschaut und da waren auch seltsame Phänomene, die da geflogen sind und teilweise auch andere Flugobjekte verfolgt haben, wie Space Shuttle und so weiter. Und sie haben postuliert, es könnte sich um eine Form von Plasma-Lebewesen handeln, die wir noch nicht kennen. Jetzt muss ich sagen, ich bin eher bei UFOs zu Hause als bei einem Plasma-Lebewesen. Aber immerhin, sollten die Herrschaften dort recht haben, hätten wir schon wieder was gefunden, was wir nicht gekannt haben. Ein berühmtes Beispiel für UFO oder für Sichtungen sind die Hessental, wir sind ganz sicher, Sichtungen, ich glaube in Norwegen, wo seit Jahrzehnten seltsame Lichter auftauchen. Die werden beobachtet, die kommen und gehen. Ich persönlich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, glaube nicht, dass das ein außerirdisches oder intergalaktisches, interdimensionales Phänomen oder sonst was ist. Es gibt dort einige radioaktive Vorkommen zum Beispiel. Es kann sein, dass es dort so Interaktionen gibt, das ist schon ziemlich weit im Norden, zwischen Magnetfeld und dem Material, das dort ist. Aber selbst wenn wir das untersuchen, finden wir vielleicht etwas Neues. Und darum finde ich, nicht stigmatisieren, hinschauen und schauen, was ist. Und wenn nichts ist, ist nichts. Einmal erstens, jedes Forschungsinstitut beschäftigt sich mit neuen, unbekannten Dingen. Ich kenne kein einziges Forschungsinstitut weltweit, das bekannte Dinge erforscht. Prinzipiell nicht. Das Zweite, es ist nicht korrekt, von Stigmatisierung zu sprechen. Wir haben in der Wissenschaft seit Drake war so ziemlich der Erste, mit dieser Drake-Gleichung bekannt und berühmt geworden ist. Carl Sagan, sehr bekannter Astrophysiker, war der übrigens Gene Roddenberry beraten hat bei Star Trek, war jetzt auch kein Unbekannter, der auch gesprochen hat, wir müssen uns beschäftigen mit außerirdischer Intelligenz. Und der übrigens auch da sogar sehr viele Initiativen gesetzt hat. Wir haben heute, um zu sagen, es wird nicht geforscht auf dem Gebiet, ist schlicht und einfach falsch. Wir haben sogar auf dem Gebiet der Exobiologie, war sogar die Universität Wien, das Institut für Astrophysik, vormals Astronomie, sogar in einem großen Cluster selber beteiligt. Wir haben
regelmäßig Konferenzen, also nicht, dass du sagst, boah, das sind ein paar komische Spinner aus einer eigenen Gruppierung, das sind reguläre nationale und internationale Forschungsprojekte, wo wir uns tatsächlich beschäftigen, zum Beispiel die Frage, wie müssten Außerirdische ausschauen in Abhängigkeit von Planetengröße und, und. Ja, Sie werden es nicht glauben, Miguel Alcubierre hat 1992 ein Paper veröffentlicht mit dem wunderbaren Namen The Warp Drive, großer Star Trek-Fan, mit einem überlichtschnellen Antriebssystem, das nicht der Relativitätstheorie widerspricht. Wisst ihr, was passiert ist? Dieses Paper ist veröffentlicht worden und es hat dann tatsächlich einige Kolleginnen und Kollegen gegeben und es gehört aber zum wissenschaftlichen Diskurs, zu sagen, neuer Kollege, Sie sind, der war noch ziemlich jung, na, das schauen wir uns an. Und das haben wir uns angesehen, also wir, die Science Community, und heute, also was heißt heute, das ist dann schon 4-5 Jahre später, ist das ein Standardbeispiel, ein Rechenbeispiel auf der Relativitätstheorie, im zweiten Semester Relativitätstheorie. Das heißt, die Wissenschaft ist jetzt nicht die, natürlich ist es so, dass wir uns das einmal anschauen, wir machen einen wissenschaftlichen Diskurs, aber wenn es was gilt, das gilt. Ganz ehrlich, die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben kein Problem zu sagen, Außerirdische. Wo wir ein Problem haben, ist, dass man gleich Dinge präjudiziert. Das kann nichts anderes sein. Und da werden wir wahnsinnig nervös. Was unser großes Problem ist, und das ist wirklich unser großes Problem, weil ich habe das auch selber erlebt, dass dann aus Gänse Gruber könnten Sie sich diese und jene Daten anschauen. Ich habe auch eine Arbeit, für die ich bezahlt werde von der Universität Wien. Ich bin nicht aus dem Bereich UFO-Forschung, ich bin so relativ bekannt, aber ist nicht mein Arbeitsgebiet. Was uns fehlt insgesamt, ist Forschungsgelder. Ich halte es für sinnvoll, das muss ich dazu sagen, da sind die Amerikaner ein bisschen entspannter, weil die tatsächlich, und jetzt kommt was Spannendes, 2/3 der Forschung in Amerika findet von der Army, Marines, Air Force, Space Force, was jetzt Neues gibt, und der Navy, tatsächlich 2/3 der gesamten Forschung in den USA wird vom Militär finanziert. Möchte aber auch gleich dazu sagen, da glauben dann immer alle, das ist militärische Forschung. Mein ehemaliger Chef hat von der Air Force ein Stipendium gekriegt, was zu erforschen, das hat keine militärische Anwendung. Also auch zivile Forschung wird von der Armee gesponsert. Wir haben in Österreich, und das ist sicher ein großes Problem, haben wir von den Forschungsausgaben relativ wenig im Vergleich international. Wir machen wahnsinnig viel draus. Letzter Nobelpreis Anton Zeilinger, klares Zeichen dafür. Und wir haben auch ein paar andere Top-Fachleute. Was uns fehlt, ist Geld, sich damit zu beschäftigen. Und jetzt muss man eins dazu sagen, das ist so schön, das darf man auch nicht vergessen, zu sagen, boah, wir brauchen mehr Forschung für UFO-Forschung, wenn wir das konkret sagen. Meine Damen und Herren, überlegt euch, was ist euch wichtiger? Wir haben jetzt aus dem KI-Bereich ein Diagnoseprogramm, was mit dem Handy funktioniert, wo jemand einen Satz nachspricht und dann kann nur aufgrund des Sprechens das Handy feststellen, die App, ob jemand zu 89%iger Wahrscheinlichkeit Diabetiker ist oder nicht. Wir haben in Österreich 600.000 bis 800.000 unerkannte Diabetiker. Brauchen wir im Moment eher Forschung im Diabetesbereich oder brauchen wir eher Forschung in der UFO-Forschung? Ja, das ist jetzt die Frage und das ist aber die Frage, die in der Politik gestellt wird. Mir ist der Tosco mehrmals gekommen, wo ich sage, du, das wäre total spannend, das könnten wir forschen, sagt er, du, aber das kann ich der Bevölkerung nicht erklären und in manchen Bereichen hat er nicht ganz Unrecht. Die meisten Damen und Herren, und da zitiere ich jetzt den Anton Zeilinger und dann bin ich schon fertig, oh ja. Hätten wir vor 150 Jahren unsere gesamte Forschung in schöneres Licht investiert, hätten wir heute ein surprises Sortiment an Kerzen. Aber wir hätten die Elektrizität immer noch nicht. Das ist das Gemeine, du weißt nicht, worauf du investieren musst und so weiter. Ja, das ist es, uns verschließen einfach Forschungsgeld und ich behaupte auch nicht, dass man sagt, kann was Spannendes dabei rauskommen. Die Frage ist nur, was jeder für sich individuell braucht. Und man kann sich auch zum Beispiel die Frage stellen, Gravitationswellen, wahnsinns geiles Experiment, war die Standardfrage, Herr Gruber, wozu brauchen wir das?
ganz einfach, kann ich Ihnen jeden Einzelnen sagen, ich wünsche es Ihnen nicht, sollten Sie mit einem Herzstillstand ins AKH Wien transportiert werden und Sie kommen in ein MRT und in ein CT. Im Jahr 92 hat eine MRT-Untersuchung des Herzens benötigt 12 Stunden die Computerauswertung. Heute dauert sie 2,5 Minuten, weil das derselbe Algorithmus ist, mit der mit Gravitationswellen detektiert wird. Deswegen, Forschung an Gravitationswellen ist zum Beispiel im Gesundheitsbereich sensationell. Ja, ja. Ja, ich, erstens mal verlange ich nicht, dass Österreich das macht. Österreich ist relativ. Warum nicht? Ganz ehrlich, ich war gern Alien-Beauftragter der Stadt Wien. Ja, gerne, ja, ist klar. Ich übernehme das PR-Büro. Gut. Ja, bitte. Okay. Alles gut, abgemacht. Na, worauf ich hinaus wollte, ist folgendes. Immerhin in Deutschland wird es offenbar schon gemacht, weil die Uni Würzburg hat natürlich den Satelliten nicht selber ins All geschossen, sondern hat das natürlich... Wir sollten dem Publikum sagen, wie groß der Satellit ist. So oder so. Ja. So groß wie ein Capisoft-Flaschen. Ja, ja, eh. Ein Liter... Aber was er kann, ich meine, das Handy kann jetzt auch mehr als mit dem Commodore 64 vor 30 Jahren. Ja. Also, und ja. Der war viel größer. Jedenfalls Hakan Kayal, genau, hat das ist der Forschungsleiter dort, die haben das halt hochgeschossen. Also es hat was, sicher auch ein paar Millionen gekostet, zumindest war das vorhanden. Außerdem, das mit den verschiedenen Töpfen ist so eine Sache. Natürlich, Gesundheit ist eine Sache, aber andererseits, wenn man sich überlegt, wie viele mittlerweile Milliarden in diesen schönen kleinen Ring, großen Ring, in der Schweiz geflossen sind, um kleine Dinge zu explodieren lassen, um noch kleinere Dinge zu finden. Du weißt schon, dass dadurch dein Handy schneller wurde. Aber ja, ich bin nicht dagegen. Nein, sag's nur. Ich wollte sagen, ich würde das zum Beispiel auch nicht gegen irgendwelche Gesundheitssachen aufrechnen. Ich nur kurz einen Ansatz, weil ich tatsächlich vorgestern Abend genau die Diskussion geführt. Formel 1, kennen wir alle. Formel 1 ist das größte Forschungslabor der Welt. Hat man dann erklärt, ja, was brauche ich da, wenn ein paar Nahen im Gras fahren, was der Benzin verbrauchen für den Umweltschutz, Blödsinn. Ich bin kein Formel 1, ich habe mir, glaube ich, in meinem Leben keine 5 Rennen angeschaut. Die Formel 1 hat für den Umweltschutz mehr getan, als manche Leute, die sie im Beton hingeklebt haben. Allein, was da an Einsparungspotenzial, wenn man es nämlich im Kreis fährst und schneller sein willst als die anderen, musst weniger Benzin verbrauchen. Es klingt blöd, es ist irre. Und jedes Lampe, was in ihrem Auto aufleuchten könnte, war vor 5 Jahren im Entwicklungsstadium der Formel 1. Also das, du hast immer irgendwelche Geschichten, die rundherum sind, und ganz ehrlich, das Geschäft, dass sozusagen die Fahrer ein bisschen Geld verdienen, ist die Werbeeinschaltungen beim Fernsehen. Das ist es. Und was ich, mach mal einen Sprung zurück, weil das war etwas, was ich bei dem vorletzten Einwurf sagen wollte. Ich habe nie behauptet, dass es keine Forschung gibt auf dem Gebiet, also Drake Equation und CT und so weiter. Nein, das habe ich und Forschung nach biologischen, wie schaut das möglicherweise aus? Ich kenne das sogar alles. Aber es gibt schon einen blinden Fleck, nämlich in dem Moment, wo es hier und jetzt ist. Das ist kein blinder Fleck, aber es ist unterrepräsentiert, zum Beispiel in den letzten Jahren. Wenn etwas weit, weit weg ist in einem anderen Sonnensystem, dann schauen wir es uns gerne an und wir theoretisieren gerne über die Schwerkraftsverhältnisse auf einem Supererde-Planeten und wie dann vielleicht eine Biologie dort aussehen würde und so weiter. Aber sobald man bis vor ein paar Jahren einem Wissenschaftler gesagt hätte, du, vorige Woche haben 20 Leute aus verschiedenen Positionen ein Ding am Himmel gesehen, das sich zickzackmäßig bewegt hat und dann davon geschossen ist, hätte man damals das wahrscheinlich noch nicht näher unter die Lupe genommen. Und das hat sich eben jetzt geändert, dass ich mal kurz zurückgehe, von wegen Geld. Der Avi Loeb, ein Astronom von Harvard, oder eigentlich der Chefastronom von Harvard, hat seit einigen Jahren sowas Ähnliches gebastelt. Das ist jetzt zwar das von Aero, aber er hat auch sowas gebastelt mit seinen Mitarbeitern. Das ist das sogenannte Galileo-Projekt, weil er sagt, selbst wenn sie nicht außer Überlicht schnell unterwegs sind, könnte eine Zivilisation trotzdem Sonden geschickt haben. Da gibt es auch die Idee der von Neumann-Proben, Sonden, die sich selbst replizieren. Und wenn man die vor ein paar Millionen Jahren losgeschickt hat, irgendwo am Ende unserer Galaxis, könnten die uns schon erreicht haben. Und er meint einfach, er sucht gerne nach den Überresten danach. Sowohl am Meeresgrund als auch am Himmel.
und hat eben sowas Ähnliches gebastelt. Das steht in Harvard seit einem Jahr. Jetzt hat er gerade seine ersten Forschungsergebnisse herausgebracht. Mit dem Ergebnis, sie haben viel aufgenommen, aber sie wissen noch nicht, was es ist. Sie müssen noch näher dran forschen. Und wie gesagt, das amerikanische Militär bastelt jetzt auch an solchen Radarstationen. Und bei diesen Sachen, und das ist das Neue daran, geht es um hier und jetzt. Es geht nicht um irgendwelche Aliens, die möglicherweise irgendwo viele Millionen Lichtjahre von uns entfernt sind, sondern es geht um diese Dinge, die momentan bei uns am Himmel herumschwirren und die wir vielleicht nicht sehen, weil sie zu schnell sind oder nur mit Infrarot zu sehen sind und die wir uns derzeit nicht erklären können. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass das Aliens sind. Ich mag auch Star Trek. Aber das müssen keine Aliens sein. Das kann irgendwo sein. Aber es gibt so Zeug und es wäre ganz nett herauszufinden, warum die herumfliegen, von Militärfliegern gesehen werden, manchmal sogar beinahe Zusammenstöße verursachen und vielleicht manchmal auch manchmal runterfallen und dann vielleicht vom Militär eingesammelt werden. Jedenfalls und dafür gibt es halt jetzt aktuell Forschung und das war sehr wohl bis vor ein paar Jahren ziemlich stigmatisiert. Das ist wirklich ein Problem. Also Forschung ja, wobei ich möchte darauf hinweisen, wir haben zum Thema Atmosphärenforschung, wo tatsächlich auch unbekannte optische Phänomene, das haben wir schon seit 30, 40 Jahren. Also dazu sagen, das gibt es jetzt seit ein paar Jahren auch. Was das große Dilemma ist, und vielleicht jetzt ein bisschen aus dem Standpunkt der Wissenschaft. Du kommst an die Uni, studierst, schreibst dann irgendwann Diplomarbeit, Dissertation und möchtest in die Forschung einsteigen und möchtest einen fixen Job haben. Was wirst du machen? Du wirst dir irgendwo ein neues Thema erarbeiten und das war jetzt nicht schlecht, ein Thema, wo du vielleicht mit einem eleganten Schmäh, den vorher noch kein einziger Fachkollege hatte, was Neues entdeckst. Und jetzt kannst du natürlich zwei Varianten machen. Du setzt auf ein absolut unbekanntes Pferd, da sage ich jetzt UFO-Forschung, oder du gehst was, wo es eigentlich schon schöne Methoden gibt und wo auch eine sehr hohe Chance besteht, dass du zu einem vernünftigen Ergebnis kommst. Vielleicht nur die Größenordnung, dass ihr vorstellen könnt, wie das auf der Physik ausschaut. Von 50 angehenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kriegt einer einen Job. Das ist ungefähr die Auslese. Das heißt, du hast eigentlich erst dann die Chance, wenn du renommierter Wissenschaftler bist und dann sagst, okay, und jetzt mache ich ganz was anderes, was aber viele nicht machen, weil es einfach, ich will nicht sagen, unbequem ist, aber du musst einfach in ein neues Gebiet einarbeiten und das braucht 5 bis 10 Jahre. Das ist so die Größenordnung. Ich glaube, da haben wir tatsächlich einen gewaltigen Bedarf, dass man auch im Bereich der freien Forschung und freien Wissenschaftler, der Freelancer, die gibt es tatsächlich, aber es ist heute in Österreich, also muss ich sagen, in Europa, da ist Amerika tatsächlich ein bisschen liberaler, ist wahnsinnig schwierig, Forschungsgeld, nur dass du mal allein sozial versichert bist. Ich war selber 3 Jahre Freelancer und das ist nicht lustig. Und wenn ich dann sage, ich mache jetzt UFO-Forschung, wobei ich muss fairerweise sagen, ich hätte mir es erlauben können, mit UFO-Forschung was zu machen, da hätte ich wahrscheinlich mehr Sponsoring gekriegt, aber es ist nicht so leicht. Aber ich kann nur sagen, und auch das gilt, es sind nicht die exotischen Erklärungen, manchmal sind es viel einfachere Erklärungen, zum Beispiel Kugelblitz ist wirklich auch ein schönes Beispiel. Der Kugelblitz galt lange als der heilige Gral der Elektrodynamik. Wir haben sehr viele Beobachtungen gehabt, leider von nicht... Genau, der war auch lange Zeit genauso umstritten wie UFOs. Ja, weil man gesagt hat, wir haben Beobachtungen, aber diese Beobachtungen sind von nicht geschultem Personal, der erzählt dir irgendwas und wenn du dreimal nachfragst, kriegst du keine gute Datenlage. Aber wir haben schon gewusst, es gibt was, dazu gibt es zu viele Leute, die drüber reden und nämlich auch irgendwas beobachten. Und es war dann tatsächlich so, dass im Jahr, da schlagst du mich nicht, ich glaube 95, 96, dass das Max-Planck-Institut für Plasmaforschung tatsächlich den ersten stabilen Kugelblitz hergestellt hat. Das hat seine, ich sage einmal, Kugelblitzforschung ist, glaube ich, 150 Jahre alt. Man hat, wie die DDR aufgelöst wurde, nämlich, dass man sieht, was exotische Forschung bedeutet. Berlin hatte den größten Batteriespeicher der Welt, um autonom zu sein im Fall eines atomaren Krieges. Das war eine Tiefgarage, 5-mal so groß als das ganze Messegelände, mit weiß ich nicht wie vielen Stockwerken, wirklich
Bleibatterie an Bleibatterie. Und dann ist ein Kollege gekommen und hat sich mal die Frage gestellt, was passiert, wenn wir die kurz schließen. Das ist einmal aufgelöst nach dem Maueranschluss. Wo haben wir gesagt, hat, geiles Experiment, probieren wir es aus. Und hat sie kurz geschlossen und dabei hat man ein interessantes Phänomen beobachtet. Man hat tatsächlich es für möglich gehalten, dass ein Kugelblitz entsteht, der ist interessanterweise nicht entstanden. Es ist ganz was anderes entstanden, war aber auch geil. Und es zeigt schon, manchmal brauchst du die Gegebenheiten. Gehst heute her und sagst so, ich beantrage bei der Forschungsförderungsgesellschaft in Österreich, ich brauche den größten Batteriespeicher der Welt mit 5 Terawatt, um einen Kugelblitz zu erzeugen, wenn die sagen, Herr Gruber, schön, aber das spült sich nicht, das Geld haben wir nicht. Das darf man bei dem Ganzen auch nicht vergessen. Und da ging es um einen Kugelblitz, der in der Wissenschaft 150 Jahre schon diskutiert worden ist. UFO, so wie wir es heute den Begriff verwenden, ist realistisch seit dem Zweiten Weltkrieg. Hauptsächlich. Ja, hauptsächlich. Es gibt tatsächlich schon UFO-Forschung von vor 300 Jahren. Also gibt es Dokumente, wo du sagst, hoppala, da gibt es was, das also gut dokumentiert ist. Es gibt sogar von den Römern ein paar Sachen. Ja, und Ägypter haben auch. Ja. Also, aber nur einmal, wir sind jetzt bitte nicht die Feinde. So, habe ich aber auch überhaupt. Ich erlebe es nur immer wieder, was heißt, boah, ihr Wissenschaftler, ihr Satz gegen den nur im Mainstream. Nein, wir schauen schon rechts und links. Das Problem ist nur, wir müssen Zeit haben. Ganz konkretes Beispiel. Ich kriege am Tag 300 E-Mails. Von den 300 E-Mails sind 2 bis 3 E-Mails pro Tag dabei, dass mir jemand erklärt, die Quantenmechanik ist falsch, die Relativitätstheorie ist falsch. Und übrigens, ich weiß, wo im Bundesland Außerirdische gelandet sind. Tatsächlich. Ja, gut so. Nein, also, übrigens, ich habe da nachgeschaut, kein Schmäh, ich bin einmal ins Leitergebirge gefahren und war dort. Also, mir könnt ihr da nichts vorwerfen, das lasse ich mir nicht sagen. Okay. Nein, aber ich sage mal, Burgenland ist nicht wirklich der Hotspot für Aliens in Österreich. Das ist eher in der Steiermark und. Fragst du freundlich im Burgenland? Naja, vielleicht was in der Nähe zur Steiermark. Ne? Also in der Steiermark gibt es die meisten Sichtungen, gefolgt von. Waldviertel, danke schön. Genau das war's. Waldviertel. Wobei im Waldviertel sind es meistens eher diese Lichtorbs und die echten Silberdiscs sind eher in der Steiermark. Warum auch immer. Gut, na, also wie gesagt, das mit der Forschungsförderung, das ist mir klar. Ich bin auch ein Fan von der gewissen Sabine Hossenfelder, die kritisiert das auch immer wieder, dass sich viele Leute aus logischen Gründen heraus sozusagen ein bisschen den bequemen Weg suchen. Die hat jetzt mit UFOs nichts zu tun. Da gebe ich dir vollkommen recht. Bequemlichkeit ist auch in der Wissenschaft leider ein Thema. Ja. Wenn du jetzt 20 Jahre auf einem Gebiet warst, wieso willst du wechseln? Also sie sagt zum Beispiel, dass die meiste Forschung momentan so im sicheren Terrain angesiedelt ist. So ein bisschen interessant, aber dann doch eher so im Mainstream verhaftet, damit man dann auch die Förderungsgelder bekommt. Das ist ein Problem, aber das müssen wir nicht heute diskutieren. Darum macht eben der Avi Loeb oder Loeb in Harvard, macht das sehr privat. Also diese Forschungsinstitution, die er da errichtet hat, das Galileo-Institut, ist zwar in Harvard beheimatet, aber er macht diese Forschungen durch private Förderungen, etwas, was er in Amerika viel leichter geht als bei uns. Ne? Zwar habe ich gehört, haben wir prozentuell genauso viele Milliardäre wie in den USA, nur bei uns bauen sie weniger Raumschiffe. Also vielleicht sollte man die mal anhauen bei uns, dass sie vielleicht auch mal in die Richtung schauen. Na, aber wie gesagt, ich wollte nie, das wollte ich nur als einzigen Einwand, nicht Einwand, als Replik sagen, ich habe nie gesagt, dass nicht geforscht wurde, dass nicht gemacht wird, aber es gibt einige Dinge, die, und ich mache das ja als Reporter, ne? Ich mache das ja jetzt seit einem Jahr, auf meinem Kanal jede Woche eine halbe Stunde News und ich beobachte das ja auch langsam. Was ich schön finde, ist eben, dass es sich eh abglänzt. Ich bin jetzt nicht ein Kämpfer für, oh, wir müssen endlich und die böse Wissenschaft hat noch nicht und was weiß ich was. Na, ich finde es eigentlich schön, dass wir zum Beispiel auch hier darüber reden können, dass sich das Thema langsam verbreitet und damit wir einfach nachschauen können, was dort zu finden ist. Und da sind wir ja auch durchaus einer Meinung. Ne? Ja, das ist, hinschauen, braucht man nicht drüber reden, das machen wir auch. Und ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, und ja, ich kenne noch ältere Kollegen zwischen Scheintod und Verwesung, die, ich kann mich nur erinnern, wie ich ins Informatikpraktikum, es war nicht Informatik, da habe ich eine Programmiersprache gelernt auf der Physik, weil da lernst du auch programmieren.
und mein Professor für diese eine Sprache, da hat man gerade genau den Artikel vom Warp Drive unter der Hand schnell in die Hand, hat man die Kopie gegeben. Und der Kollege kommt zu über, der Professor, und sagt, na, Herr Gruber, lesen Sie was Gescheites. 10 Jahre später habe ich Vorträge über den Warp Drive gehalten und damit Geld verdient. Ja, gibt es auch Kolleginnen und Kollegen, die da ein bisschen ignoranter sind. Aber der Hauptteil, und ich sage jetzt einmal der technisch-naturwissenschaftlichen Studienrichtungen, und da sind wir, glaube ich, bei UFOs nicht weit weg. Also du musst heute, wenn du im technisch-naturwissenschaftlichen studierst, relativ klar die Karten herlegen, Star Wars oder Star Trek oder beides. Und das zeigt schon eine gewisse Aufgeschlossenheit. Star Trek ist wissenschaftlicher. Hab nichts gesagt. Gut, aber was ich auch noch sagen wollte, was implizit ein paar Mal durchgeschwungen ist, von Leuten, die Dinge behaupten, man muss das ja so sehen. Das gesamte Gebiet der, nennen wir es eben, unerklärlichen Phänomene oder unerklärten Phänomene, besser gesagt, eben in UEPs, ist natürlich ein breites Spektrum. Auf dem einen Ende des Spektrums hast du freundliche Menschen, die viel erzählen. Und ich will nicht sagen, dass die ihre Medikamente nicht genommen haben oder zu viel davon, aber es gibt natürlich Menschen, die bei jedem Staubkörnchen sagen, das ist ein Alien-Ei oder ich weiß nicht was, oder sie sehen dauernd um sich herum tausende Aliens, die sie verfolgen, was auch immer, oder diskutieren mit ihnen jede Nacht über Gott und die Welt. Ich will das auch nicht komplett dissen, weil was weiß man, aber das ist natürlich das eine Ende des Spektrums. Und am anderen Ende des Spektrums, und das gibt es leider noch immer, und das bist du Gott sei Dank nicht, sind die Hardcore-Skeptiker, deren religiöse Überzeugung es ist, dass alles, was außerhalb eines materialistischen, dass nichts außerhalb ihres materialistischen Weltbilds existiert, das ungefähr Stand 1900 ist. Also ich meine, Quantenphysik nehmen sie zur Kenntnis, deren Existenz, aber grundsätzlich ist einmal alles nicht möglich und alles unerklärbar. Und wenn wir vorhin gesagt haben, diese Plasma-Lebewesen, die jemand postuliert ist, ich habe schon gesagt, ich halte also Besucher von außerirdischen Planeten für wahrscheinlicher als Plasma-Lebewesen. Also wie gesagt, aber ins Mittelfeld, und da bewege ich mich gerne, im Mittelfeld finde ich einfach, dass man mit aufgeschlossenen Augen die Aussagen von Menschen, die Daten untersuchen sollte und schaut, was dabei herauskommt. Sehr oft nichts, manchmal vielleicht etwas Neues, und in vielen Fällen wissen wir es einfach noch nicht. Und dann erlaube ich mir noch mein Schlusswort. Wir brauchen mehr Geld in der Forschung, Und ich glaube, was wir tatsächlich brauchen, das haben mich die 9 Jahre Direktor Planetarium gelehrt, wir brauchen im Schulunterricht schlicht und einfach ein bisschen mehr Kenntnis. Allah, was ist der Unterschied? Stern, Sonnen, Mond, Planeten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Fragen ich gekriegt habe. Galaxie und teilweise Stern. Von Lehrern, ja. Wo du sagst, Alter, und du darfst unterrichten. Und da muss ich ehrlich sagen, wir hätten schon, und ich habe vielleicht, weil es eine sehr schöne Geschichte ist, ich schaue, dass ich sie kurz halte. Ich weiß gar nicht, wie spät ist, mein Handy nimmt der Lektor. 5 Minuten nach 7, aber sie schmeißen es nicht aus. Okay, wir machen. Aber es ist eine schöne Geschichte, nämlich zur Weihnachtszeit passend. 24. Dezember, am Vormittag ruft die ganzen Verwandten an, die du anrufen musst. Dann kommen am Nachmittag die ist wüst. Und dann so um 16 Uhr kehrt in der Familie Ruhe ein. Und um 4:30 am Abend bleibt bei mir das Handy, komische Nummer. Ich war damals auch die Notfallnummer von der Feuerwehr, wenn im Planetarium was brennt, könnte er sein. Ich habe sofort angekommen, guten Tag Gruber. Grüße Herr Gruber. Sag ich, was gibt's denn? Herr Gruber, entschuldigen Sie, ich weiß, es ist Weihnachten, heiliger Abend, aber es ist echt wichtig. Sag ich, ja, was gibt's? Herr Gruber, Außerirdische über Wien. Sag ich, okay. Wie gesagt, ich bin da sehr entspannt. Wo sind Sie? Wo sehen Sie hin? Und was macht's? Ja, ich stehe an der alten Donau und es ist Richtung Osten und es leuchtet gelb. Sag ich, gut, vom Datum wird es passen. Vor über 2000 Jahren ist auch Außerirdische runtergekommen. Also datumstechnisch geht es sich gut aus. Gelb-orange, ja, wie eine richtig schöne Kugel. Wie über den Stephansdom, der so Mitternacht runterkammert.
Sag ich, nein, das war ja ein anderer Ort, Bethlehem, aber wurscht. Sag ich, gnädigste, ich kann Sie beruhigen, das, was Sie sehen, ist die Venus. Ja, aber das kann nicht die Venus sein, sage ich, gnädigste, es ist mein Job als Planetariumsdirektor zu wissen. Wenn Sie jetzt Ihre Hand auf Faust ausstrecken, werden Sie genau drei Fäuste über den Horizont die Venus sehen. Ja, das stimmt, sage ich, sehen Sie, das ist mein Job. Sag ich, gut, ist in Ordnung, sage ich, die wirkliche Frage, die mir jetzt stelle, ist, es ist Heiliger Abend und wieso stehen Sie an der alten Donau? Sagt sie, ja, das Problem ist, mein Mann, eigentlich ein wahnsinnig netter Kerl, vor 4 Wochen arbeitslos geworden und in der letzten Zeit sauft er recht viel und wir haben uns halt recht gestritten. Na, dann haben wir ein bisschen hin und her geredet und so weiter. Und so, wir haben dann das Gespräch damit beendet, dass sie gesagt hat, so, ja, ich gehe jetzt eh heim, jetzt mache ich unser Schnitzi für uns beide. Und ich habe sie dann, und das war dann wirklich sehr schön, ein paar Wochen später getroffen, durch Zufall beim Bill am Bruderstern kommst zu, aber Herr Gruber, sage ich, worum geht's? Ja, ich bin die mit der Venus und es ist wirklich die Venus. Sage ich, wie geht's Ihnen denn? Sagt sie, mein Mann hat schon wieder Arbeit gefunden, alles wieder gut, jetzt gehen wir wieder gemeinsam an der alten Donau. Eine schöne, nette Weihnachtsgeschichte zum Abschluss. Sehr schön. Ja, dann möchte ich, Applaus für den Herrn Gruber und seine Weihnachtsgeschichte, dann möchte ich zum Ende kommen. Ja, wir haben natürlich nicht alles umfassend behandeln können. Wie gesagt, mein Vortrag begann ja am Anfang eigentlich sogar mit Behauptungen von US-Militärs und so weiter, dass nicht nur irgendwer irgendwas irgendwo gesehen hätte, sondern sogar, dass Geräte abgestürzt, eingesammelt und daran geforscht wurden. Zu dem sind wir nicht gekommen, das machen wir dann nächstes Jahr. Aber immerhin haben wir einige Dinge angerissen und ich fordere einfach alle auf, einen offenen Geist zu bewahren, sich vielleicht selber mal zu informieren, aufpassen bei den Rabbit Holes, die gibt es natürlich, dass man dann nicht in die absolute Schwurbler-Ecke gerät, aber es gibt einiges auch relativ Seriöses, das sich manchmal auch unter nicht so ganz seriösen Namen verbirgt. Es gibt eine tägliche Newsseite, die nennt sich Grenzwissenschaft, irgendwas aktuell, Grenzwissenschaft aktuell klingt komisch, aber die machen auch echte Wissenschaftsberichterstattung drauf. Es gibt ein anderes Online-Format, das nennt sich Exomagazin TV, auch die haben relativ gute Berichte über aktuelle Ereignisse und eben mein Kanal, das UFO TV. Wir versuchen das objektiv zu beobachten, zu begleiten und eben auch solche Sachen wie diese Anhörungen in Amerika und so weiter darzustellen. Also einfach einmal die Augen offen lassen und sich dafür zu interessieren, kann nicht schaden, sage ich mal. Und lernt Physik. Ja.